Ich heiße nicht nur Callcenter Crusher, sondern euch auch herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr lernt nun ganz königliche Männer kennen, denen es an jeglicher königlichen Attitüde sowie auch an sprachlichen Fähigkeiten fehlt. Alle royalen Insider würden sich die Haare raufen bei so einem Benehmen. Ihr könnt euch nach dem Intro davon überzeugen, ob deren Verhalten königlicher Natur ist. Viel Spaß dabei! Ja, bitte. Hallo. Hallo. Morgen. Spreche ich mit Steffen Siederbürger? Ja. Gut, Herr Siederbürger, mein Name ist Michael. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung bei Ihr Kingsman Handelsprojekt. Sie haben vor kurzem bei unseren Kontaktdaten hinterlassen. Herr Michael? Ja. Ist das der Nachname oder der Vorname? Mein Vorname, also... Ja, und dann welchen Nachnamen haben Sie? Rasch. Wie bitte? Rasch. Rasch. Avi Anton, SCH, genau. Gut, okay. Guten Tag. Guten Tag. Also Sie haben vor kurzem bei unseren Kontaktdaten hinterlassen, das stimmt? Ja, das... Bei Kingsman. Offensichtlich, ja. Gut, also schauen Sie, ich bin Ihr persönlicher Kontomanager. Meine Aufgabe als Berater ist, Ihnen mehr darüber zu erzählen und bei der Kontoaktivierung zu helfen. Zuerst wollte ich Sie fragen, ob Sie bereits Erfahrung im Onlinehandel haben oder sind Sie neu in dem Bereich? Nee, praktische Erfahrung habe ich nicht. Also, was meinen Sie damit? Haben Sie wahrscheinlich vorher mit... Ich sagte gerade, ich habe keine praktische Erfahrung. Okay, dann zuerst ich erkläre Ihnen kurz, worum es geht und wie genau unsere Handelsplattform funktioniert. Dann helfe ich Sie auch bei der ersten Anmeldung bei Ihrem Handelskonto. Okay? Ja, dann erklären Sie mal. So, wie Sie es bereits auf unserer Plattform, auf unserer Webseite gesehen haben, ja, wir arbeiten jetzt mit vollautomatisiertem Handelssystem, der auf eine künstliche Intelligenz basiert hat. Das ist ein sogenannter Roboter, der selbstständig analysiert Finanzmärkte und sucht nach den besten Angeboten. Also Programm kauft zum Beispiel auf eine Börse eine Kryptowährung zum niedrigsten Preis und gleichzeitig verkauft auf andere Börse zum höchsten Preis. Die Preisdifferenz zwischen den Verkaufern unterschiedlicher Vermögenswerten, wie Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen, sie halten bei uns täglich alles Gewinn. Also durch den Tagprogramm macht viele solche Transaktionen und beim jeden Verkauf kriegen sie bei uns ein kleines Profit. Dann wird automatisch an ihr Kontostand reinvestiert. So kann dieser Programm täglich ihr Betrag bei uns erhöhen. Ja, das macht er ganz automatisch. Also hat diese... Ganz genau. Dann hat der also Zugriff auf mein Geld. Ja, natürlich, dieses Programm hat Zugriff zu Ihr Geld, aber der Handelsprozess läuft voll selbstständig, ohne Broker, ohne dritte Person, also nur Sie und diese künstliche Intelligenz. Ja, und der kann mit meinem Geld handeln. Und was ist, wenn der Fehler macht? Also Standard ist dieses Programm so eingerichtet, dass die in Minus nicht gehen kann. Wie ich Ihnen bereits erklärt habe, das System arbeitet nur mit einer kleinen Preisdifferenz zwischen den Verkauf. Also die kauft zum Beispiel Ethereum, ja, das ist eine Kryptowährung, bekannte Kryptowährung, auf zum Beispiel europäische Börse zum niedrigsten Preis und dann verkauft auf zum Beispiel amerikanische Börse mit einem kleinen Preisunterschied, ja, also paar Euro, paar Cent, ja, also teuer. So ist das der Gewinn von dieser Transaktion. Ja gut, aber trotzdem kann er doch Fehler machen. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Ja, das mit, frage ich Sie ja. Roboter. Ja, Roboter können doch auch Fehler machen. Gesagt, hey, mal ruhig. Warum was schreien Sie mich denn hier an? Was schreien Sie? Was sind Sie denn für jemand? Sie Kunden anzuschreien? Was soll denn sowas? Verstehe ich nicht. Echt nicht. Also, Ihr Roboter macht keine Fehler. Ja. Warum ist ausgeschlossen, dass der Roboter Fehler macht? Wie ist das möglich, dass das ausgeschlossen ist? Das ist einfach praktisch so.
Ja, wie ist das aus, wie schließt dieser Roboter aus, Fehler zu machen? Ein Roboter ist doch eine vom Menschen programmierte Maschine. Genau. Ja, also Menschen können Fehler machen. Dann kann auch der Roboter Fehler machen. Doch, das stimmt nicht. Schauen Sie, wie Ja, kann da Fehler einsetzen? dann, Ja? das sollen Sie mir Wenn ja Sie mir gerade erzählen. aufmachen, etwas nicht. Das Ich sollen habe Sie Ihnen mir doch doch. gerade den Prinzip erklärt. Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Das war Sie eine hören mich Frage. nicht. Doch, ich höre Sie gut, aber Sie unterbrechen mich dauernd. Wenn ich eine Frage stelle, unterbrechen Sie mich. Ist Okay, das stellen Sie seriös? bitte Ihre Frage. Ja, das habe ich ja gerade schon mal gemacht. Wie wird sichergestellt, dass eine Maschine, die von Menschen programmiert wurde, keine Fehler macht? Wie wird das sichergestellt? Weil ich habe Ihnen doch gerade erklärt, das System arbeitet mit Arbitrage-Prinzip. Da kann einfach kein Fehler sein. Die kauft und verkauft unterschiedliche Aktiven, also Vermögenswerten, gleichzeitig. Kauft billiger, verkauft gleichzeitig teurer. Mit einer kleinen Preisdifferenz. Wie kann da ein Fehler sein? Ja, weil jetzt ein Ro. Na gut, okay. Es ist egal. Macht nichts. Gut, und was mit was kann ich bei Ihrer Plattform handeln? Mit alle möglichen Vermögenswerten, also wie gesagt, mit Aktien, mit Kryptowährungen, mit Rohstoffen auf dem Forex-Markt. Rohstoffe? Das hört sich interessant an. Ich bin interessiert an seltenen Erden und Kobalt. Haben Sie das im Handel, im Portfolio? Ja, schauen Sie, das System wählt automatisch, welche Aktiven sind zurzeit mehr lukrativ und dann handelt genau mit den Aktiven. Ja, ich möchte gerne mit Kobold und seltenen Erden handeln. Ist das bei Ihnen möglich? Okay, Sie können einfach bei Systemeinstellungen Rohstoffen auswählen und dann werden Sie also mit Rohstoffen handeln. Nicht nur Rohstoffen, sondern auch seltene Erden und Kobold. Das ist in der Computerindustrie sehr gefragt und deswegen sehr teuer. Und meine Frage war, kann ich damit genau handeln? Damit genau mit diesen nein. Das System Nicht. soll automatisch auswählen. Nein, 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 nicht. Warum nicht? Das sind doch Rohstoffe. Genau, das sind Rohstoffen, aber Sie Ja. können nicht genau auswählen, mit welchen genau Rohstoffen wir dieses System handeln. Also die wählt automatisch, was zurzeit mehr lukrativ ist. Wie wählt es das aus? Also einfach, wo die Preisdifferenz höher ist zwischen dem Verkauf. Ach, wie Preisdifferenz? Ich möchte doch, Augenblick, Preisdifferenz. Warten Sie mal, da war doch sowas. Kann ich also keine seltenen Erden und Kobold bei Ihnen kaufen? Sondern nur mit Nein, dem. können Sie nicht. Wenn Sie mit vollautomatisiertes System arbeiten wollen, können Sie nicht. System selbst automatisch wählt, welche Aktiven zurzeit werden. Dann handelt also mit dem Arbitrageprinzip mit dieser Aktiven. Ach, das heißt, Sie machen CFD-Handel. Wie bitte? Ich frage es dann nochmal. Bietet Ihre Plattform nur CFD-Handel? Also ich verstehe nicht, was Sie meinen, aber im Prinzip heißt Arbitrage. Ja, aber Sie sagten, Sie bieten, es geht nur um den höheren und die Preisdifferenz. Und das ist ja dann ein CFD-Handel. Sie wissen nicht, was CFD-Handel ist? Nein, kenne ich nicht. Oh, sind Sie sicher, dass Sie in so einer echten Firma arbeiten? Sie kennen CFD-Handel nicht? Ja, bin sicher. Ja, gut, okay. Das ist ja sehr seltsam. Und was sind Sie, welche Position bekleiden Sie in dieser Firma? Wie bitte? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich habe Sie gefragt, welche Position Sie bekleiden in dieser Firma. Wenn Sie mit Problemen mit Verständnis dazu haben, ich beende einfach das Gespräch. Ja, Vielen Dank. gut. Ja, Wiederhören. tschüss, Betrüger. Schönen guten Abend. Darf ich mit Herrn Spiegelbürger sprechen?
Hallo. Entschuldigung, Herr Hallo. Spiegelbürger. Ja. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja. Ja. Herr Spiegel, ja, ist das Spiegelbürger? Herr Spiegelbürger? Nein, ja. Ist es nicht. Nein, okay. Siegelbürger. Okay, ja, Entschuldigung, meine Aussprache ist nicht so gut, aber ich arbeite daran. Ja, Herr Spiegelbürger, haben Sie vor Herr Siegelbürger. Ja, okay. Haben Sie vor kurzem auf unserer Handelsplattform angemeldet? Stimmt so? Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja gar nicht, welches Ihre Handelsplattform ist. Es kommt vor eine Firma, die Entschuldigung, nicht Firma, sondern es kommt vor eine Handelsplattform von Kingsman. Die das haben ist auf einen Kampf. Ja. Das ist Ihre Plattform, oder was? Ja, stimmt so. Ja. Ja, dann. Gut, und was wollen Sie jetzt wegen was wollen Sie da jetzt machen? Weswegen rufen Sie mich an? Eine Anmeldung, ja, Sie haben eine Anmeldung gelassen, deswegen rufe ich Sie an, weil Sie Ihr Handelskonto nicht aktiviert haben. Mein Handelskonto? Und wenn Sie daran Interesse haben, online zu handeln, etwa zum Beispiel mit Krypto oder mit Rohstoffen oder mit Optionen, ja, dann werde ich Ihnen dabei helfen. Ja, dann erklären Sie doch erstmal, was Sie anbieten. Wir bieten auf Online-Handelsmarkt zu tätigen. Wir haben viele Varianten, wie es sein kann. Ihnen anbieten, zum Beispiel, Sie können eine Investition schaffen, und unser Handelsrobot Ihnen dabei helfen wird und Sie eigentlich ein extra Einkommen bekommen werden. Jetzt machen wir das Ganze doch nochmal bitte klar und deutlich, ja, und nicht so ein Gestotter und Gestammel. Ja, okay, kein Problem. Ja. Wir haben viele Varianten, wie Sie mit uns zusammen verdienen können. Wir bieten Sie auf unserer Handelsplattform zu handeln an. Zum Beispiel, Sie können investieren und aus Ihrer Investitionssumme können Sie extra Einkommen bekommen. Bei vielen Möglichkeiten. Zum Beispiel bei einem Investitionsprojekt Teilnahme bekommen Sie aus zum Beispiel 100 Euro, können Sie etwa von 20 bis 30% innerhalb 2 Wochen extra bekommen. Ja? Das bekommen bei der Teilnahme an einer Investitionsgeschichte, das ist sehr gestammelt. Also wo genau kann ich teilnehmen und mit was kann ich handeln? Wo genau, das wird Ihr Personal Finanzberater beraten oder erzählen. Eigentlich, ich bin nur ein Handelskonto-Aktivierungsmanager. Meine Aufgabe ist nicht so deutlicher, aber ich kann Ihnen mehr über Handelsplattform erzählen und über die Möglichkeiten unseres Plattforms erklären. Ja, so, wir haben viele Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist eigentlich eine Zusammenarbeit mit der Robot. Das ist automatisches Handelsinstrument, der analysiert viele Informationen über zurzeitliches Zustand auf Kryptomarkt oder Rohstoffmarkt oder Optionsmarkt. Und dann handelt er automatisch und Sie bekommen eine extra Einkommen zu Ihrem Handelskonto. In Höhe Machen von, Sie das den ersten Tag? So wie ich, ja, es fängt von ersten Tag ab. Nein, ich habe Sie gefragt, ob Sie das den ersten Tag machen. Sie stammeln so dermaßen, Sie haben das noch nicht oft gemacht, oder? Oh nein, es ist nicht den ersten Tag. Ja, wie lange machen Sie das denn schon?
was eigentlich verdiene mit diesem Handelsprozess? Nein, diesen Job, den Sie da machen. Eigentlich, ich arbeite hier schon lange, ich glaube etwa 2 Jahre. Und dann stammeln Sie so dermaßen? Warum stammeln Sie denn so? Ja, Sie stammeln. Und A und Ö. Sie können ja nicht einen klaren Satz rausbringen. Ehrlich gesagt, das ist für mich nicht so kompliziert. Scheinbar ist es doch kompliziert. Hier. Sonst können Sie doch. Sie können ja noch nicht mal flüssig reden. Sie stammeln und stottern. Entschuldigung, ich muss Ihnen die Möglichkeiten unserer Finanzplattform erklären. Ja, aber das können Sie doch nicht. Ja, das können Sie doch nicht. Sie stammeln und stottern in eins und und A und M. Machen Sie das erst den ersten stört Tag. Sie? Entschuldigung. Ja, natürlich stört es, weil wenn man sich überlegt, es geht um Geld. Und Sie sind scheinbar ganz neu in dem Job, weil Sie stammeln und stottern, als wären Sie. Sie sind ja. Sie sagen, Sie sind Kontomanager. Und dazu muss man doch eigentlich sich seiner Sache sehr sicher sein. Und Sie sind sich gar nicht sicher. Nein, ich bin schon sicher. Ja, warum sagen Sie dann immer und A und O? Ja, aber wenn man etwas danach denkt, dann kann er auch A, O, zum Beispiel Sie auch jetzt reden. Nee, ich habe Sie nachgemacht. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie reden. Dankeschön. Ich glaube, dass es eine konstruktive Kritik für mich ist. Das will ich hoffen. Ich bin sehr dankbar dazu. Entschuldigung, darf ich auch die obligatorische oder zusätzliche Frage stellen? Ja, und welche? Zum Beispiel, wer sind Sie von Beruf? Das geht Sie doch gar nichts an. Was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin ein Finanzberater. Ja, ich habe Finanzberater? Ja, wirklich. Das ist schön, okay. Dann können Sie mir mal bitte erklären, was ein Agio ist? Agio? Ja. Ich glaube, nein. Können Sie nicht. Und Sie wollen ein Finanzberater sein? Okay, können Sie mir es erklären? Ja, könnte ich, aber Sie sind doch der Finanzberater. Sie sind doch der Finanzberater, dann sollten Sie doch wissen, was ein Agio ist. Und was ist das Agio? Ja, welche Ausbildung haben Sie dann als Finanzberater genossen? Ich habe Bachelor in Wirtschaft in Wien bekommen. An welcher Universität in Wien? Wiener Universität. Wiener Universität. Die was WWU? Bitte? Kennen Sie doch. Die Wirtschaftsuniversität in Wien. Ja, eben so. Ja, sind Sie sich sicher? Natürlich, ich bin so sicher. Ja, und welchen Studiengang haben Sie dann abgeschlossen? Ich habe schon es genannt, Herr Siegelbürger. Siegelbürger, immer noch. Siegelbürger, Entschuldigung. Aber lesen können Sie scheinbar nicht so gut, ne? Ja, eigentlich. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ja. Ach, das ist ja nun keine Sprache. Lesen muss man ja nur die Buchstaben aneinander rein. Und wenn Sie schon meinen Namen falsch lesen, ist schon lustig. Ich habe nirgendwo, da steht nirgendwie ein P dazwischen. Ich bin kein Spiegelbürger. Sie sind aber eigentlich Siegelbürger. Ich habe richtig. Schon bemerkt, ja. Ja, aber Sie sprechen mich jedes Mal mit Spiegelbürger an. So, also wie kann man da bei Ihnen jetzt genau, mal angenommen, ich möchte bei Ihnen investieren. Ich möchte zum Beispiel in Aktien investieren. Wie funktioniert das bei Ihnen? Es hängt von Ihrer, wie funktioniert es? Eigentlich melden Sie an unserer Handelsplattform an, dann... Ich denke, da bin ich angemeldet, haben Sie gesagt. Sie haben eigentlich nur die Anmeldung gelassen, aber Sie haben Ihr Handelskonto nicht aktiviert. Ja, weil ich viel zu wenig Informationen auf Ihrer Webseite gefunden habe.
Stimmt so. Das ist ein Grund, warum ich Sie anrufe. Und Sie geben mir jetzt mehr Informationen, richtig? Ja. Gut, dann geben Sie mir mal Informationen. Dankeschön. So, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, müssen Sie unter unser Link, ich kann es buchstabieren oder Ihnen per E-Mail schicken, kingsman.org klicken und dann eigentlich Ihr E-Mail in ein Formular einschreiben oder einfüllen und dann in Passwort, wir generieren ein Passwort sofort beim Telefon, füllen Sie den Passwort ein und eröffnen Sie Ihr Kontoseite. Dann, um es zu aktivieren, eigentlich klicken Sie links oben, sehen Sie einen Button Handelskonto aktivieren, klicken Sie dort und dann haben Sie drei Varianten, wie es schaffen kann. Erstens, Sie können eine Geldsumme als Investition per Kreditkarte oder per Online-Banking oder per Krypto überweisen und dann wird Ihr Handelskonto aktiviert sein. Zweitens, Sie können eigentlich, oder nein, das war die ideale Variante. Oh, wieder ein Gestammel. Eigentlich, Sie machen das wirklich nicht oft. So, also mal angenommen, ich möchte mein Geld zu Ihnen transferieren. Wie kann ich das machen? Nicht für mich persönlich. Zu Ihrer Firma. Sie treten doch hier auf für Ihre Firma. Nicht meine Firma. Ja, Entschuldigung. Sie sind der Repräsentant der Firma. Haben Sie es jetzt verstanden? Eigentlich eine Vertreter, ja. Ja, also da in diesem Zusammenhang sage ich dann Ihrer Firma, die Sie repräsentieren. So, wie kann ich mein Geld nötigenfalls zu Ihnen transferieren? Öffnen Sie Link oder unsere Internet-Webseite und nach der Anmeldung und Einfüllung Ihrer E-Mail und Passwort können Sie es eigentlich... Ja, ich habe da noch gar keine E-Mail bekommen. Ja, ich habe es Sie nicht noch geschickt. Ja, wie soll ich dann auf irgendwas draufklicken, wenn Sie mir noch gar nicht geschickt haben? Sie sind ja ein Komiker. Ich werde es jetzt sofort schicken. Einen Moment. Ja. Und nun hat der stotternde Finanzmanager mich minutenlang in der Leitung warten lassen. Euch habe ich diese Wartezeit natürlich herausgeschnitten. Gleich geht's weiter. Hallo, ist noch jemand da? Ja, ich bin schon hier. Einen Moment, ich schreibe Ihnen ein E-Mail. Einen Moment. Der kurze Moment, in dem er mir eine E-Mail schreiben wollte, hat wieder mal Minuten gedauert. Auch diese Minuten habe ich euch herausgeschnitten. So, habe ich schon Ihnen ein E-Mail geschickt, wo Sie Link zu unserer Finanzplattform finden können. Haben Sie einen Zugang jetzt zu Ihrem Handy oder zu Ihrem Computer, um es zu überprüfen? Ja. So. Ja, habe ich hier gesehen. Eine E-Mail von Andreas Grundmann. Ja, das bin ich. Mhm. Okay. Und wo ist der Link? Eigentlich unter diesem Link haben Sie den Zugang. Es ist kein Link da. Ja, Sie können es eigentlich kopieren und. Es ist kein Link da. Es ist nicht zum Anklicken da. Es ist kein Link da. Zusätzlich zum Stammeln und Stottern kam jetzt noch das Stümpern dazu, denn in der E-Mail war tatsächlich kein Link vorhanden. Vielleicht hat er ja aus Scham über seine Inkompetenz dann doch vorgezogen, das Gespräch zu beenden, denn er hat einfach aufgelegt.
11 Tage später haben die sich dann doch noch an mich erinnert und versuchten es erneut. Diesmal aber mit einer so schlechten Internetverbindung, dass ihre Internettelefonie permanent zusammenbrach. Ihr hört nun diese absurden Versuche. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Siegelbürger? Siegelbürger, ja. Ja, super. Ich heiße Jürgen Schäfer. Ich rufe Sie von dem Projekt Bitcoin Pro an. Sie haben kürzlich Ihr Interesse an diesem Projekt gezeigt. Es geht um Onlinehandel, um künstliche Intelligenz. Welches Projekt war das nochmal bitte? Bitcoin Pro an. Ich meine künstliche Intelligenz, Onlinehandel. Ja. Ich bin Ihr Kontomanager und ich möchte Ihnen mehr darüber erzählen und bei der Aktivierung des Kontos helfen. Ja, dann erzählen Sie mal mehr darüber. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie schon bereits eine Erfahrung in diesem Bereich? Ich denke, Sie wollten jetzt erstmal was über Ihr Projekt erzählen. Dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon eine Information erhalten? Richtig? Nein. Deswegen sollen Sie mir jetzt Informationen geben. Also, ich kann Ihnen eine Information per Ihren E-Mail schicken. Nee. Haben Sie jetzt einen... Können Sie nicht Deutsch sprechen? Sie reden doch gerade mit mir. Da geben Sie mir doch Ihre Informationen, die Sie geben wollen. Ja, ich kann Ihnen diese Information schicken. Nee, sagen sollen Sie mir die. Sagen sollen Sie mir. Erzählen Sie was über Ihre Firma. Bei uns erhalten Sie eine vollautomatische Handelsplattform. Gut, wie heißt denn Ihre Firma? Intelligenzbasiert. Wie heißt denn Ihre Firma und Ihre Kinsman. Webseite? Kinsman. Kinsman. Kinsman? Haben Sie eine Webseite? Ja. Die da wäre? Ja. Bitte? Ja. Wie heißt die Webseite? Sie sollten schon... Kinsman. Ja, buchstabieren Sie bitte mal. Ja, einen Moment bitte. Müssen Sie jetzt überlegen, wie Ihre Webseite heißt. Soll ich buchstabieren? Das habe ich gesagt, buchstabieren Sie. Soll ich... einen Moment. Müssen Sie da jetzt überlegen, wie Ihre Webseite heißt? Ja, das erste Buchstabe Kaufmann. K. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. S wie Samuel. Also Konrad, Ida, Nordpol, Siegfried. Ja. Ja. Dann M wie Martha. Ja. A wie Anton. Ja. Und N wie Nordpol. Ja. Und weiter? Punkt. Noch einmal S wie Samuel. Punkt und dann nochmal S wie... S. Also ein Punkt. Noch einmal S. Ja. N wie Nordpol, dann geht S wie Samuel. Also ohne Punkt. Dann geht Punkt, Org. Also, ich buchstabiere. Ich buchstabiere. Ja. Konrad, Ida, Nordpol, Siegfried, Martha, Anton, Nordpol, Siegfried, Punkt Otto, Richard, Gustav. Richtig? Ein Moment nach Nordpol geht. Ein Moment. Hallo?
Ja, Entschuldigung, Stefan, nach dem... Ach, warum haben Sie denn aufgelegt? Nein, die Verbindung wurde gebrochen. Die Verbindung ist gebrochen. Ich habe nicht aufgelegt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich habe nie, ich auch nicht. Die Verbindung wurde gebrochen. Wer hat denn die Verbindung gebrochen? Ist der Verbindung schlecht geworden oder warum hat die gebrochen? Nein, ich habe nicht gebrochen. Sie haben nicht gebrochen, die Verbindung hat gebrochen. Geht es der Verbindung schlecht? Hat die Magenprobleme? Ja, wir haben keine Probleme. Ja, aber die Verbindung doch, sonst hätte sie doch nicht gebrochen. Die Verbindung wurde gebrochen. Ja, das sage ich ja. Hat die Verbindung eine Lebensmittelvergiftung? Hat die Magenprobleme oder warum muss die brechen? Es können also ganz irgendwelche Gründe sein. Wir verwenden IP-Telefonie nie. Hallo? Ja, Entschuldigung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hat die Verbindung wieder gebrochen? Ich glaube, dass Sie selbst aufgelegt haben. Ich habe nicht aufgelegt. Haben. Nein, habe ich nicht. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie so eine schlechte Verbindung haben? Unsere Hauptabteilung befindet sich in Österreich, in Wien. Und wo sind Sie jetzt? In Wien. Sie sind in Wien. Okay. Haben Sie da mal die Adresse von Wien? Ja, Bruno Kreisky, Platz 1. Mhm. Okay, da ist Ihre Adresse. Okay, also, gut. Ja, dann setzen wir fort. Entschuldigung, nach dem N wie Nordpol, geht G wie Gustav. Kingsman. Ah ja, okay. Hat die Leitung schon wieder gebrochen? Ja. Ja, wahrscheinlich. Also ich telefoniere häufiger mit Leuten aus Österreich und ich habe doch nie so eine schlechte Verbindung gehabt. Wir haben eine gute Verbindung. Nee, haben Sie nicht. Ja, aber jetzt nicht. Ich glaube, Sie sind gar nicht aus Österreich. Ja. Ja, das ist richtig. Normalerweise haben wir eine gute Verbindung. Ah, Sie bestätigen also, dass Sie gar nicht aus Österreich sind? Ich bestätige, dass ich aus Österreich anrufe. Nee, das ist ja nicht so. Aber erzählen Sie mal weiter. Was meinen Sie? Erzählen Sie mal weiter. Haben Sie unseren Link buchstabiert? Ich habe den Link nicht buchstabiert, nein. Warum sollte ich den Link buchstabieren? Sie müssen doch den Link buchstabieren und nicht ich. Und haben Sie schon alle Buchstaben geschrieben? Natürlich. Also noch einmal Kingsman's nach dem Buchstaben N wie Nordpol, geht G wie Boost. Und schon wieder hat die arme Leitung gebrochen. Ob das wohl daran liegt, dass deren Österreich wohl jenseits des Ural liegt? Ich bin mir jedenfalls sicher, dass dieses Callcenter es nochmal bei mir versuchen wird. Wenn da noch Anrufe kommen, werde ich darüber berichten. Nun wünschen wir der Verbindung noch gute Besserung, damit sie nicht zu oft brechen muss. Euch wünsche ich auch noch etwas, nämlich eine schöne Woche bis zum nächsten Video. Bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.